Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Daily Challenge hier bei Rayman Legends. Es geht in den endlosen Abgrund und wir müssen ganze 1150 Meter hier schaffen, was allerdings kein großartiges Problem ist. Also heute könnt ihr ruhig mitmachen hier beim endlosen Abgrund, weil ihr seht auch, es ist mein erster Versuch, den ich hier mache und er hat gleich bis zu einem wunderbaren Platz 10 gelangt. So. Vom Schwierigkeitsgrad heute ist es heute wirklich sehr, sehr einfach. Gerade hier am Anfang können wir natürlich mal wieder durchspringen, ohne eigentlich großartig nachzudenken. Mich wundert es trotzdem, dass so viele Stacheln trotzdem schon da sind. Normalerweise kann man ja eigentlich fast immer die ersten 300 Meter so durchspringen, ohne dass einem irgendwas passieren kann. Ja, es kommen heute wieder sehr, sehr viele Kombinationen, gerade mit diesen Winden. Aber gerade die Seile haben sich zurückgehalten. Es kommen zweimal diese Dreifachseile und einmal der Schwinger. Das heißt, ihr könnt es also sehr, sehr gern probieren. Und ich würde es also jedem raten, der heute einen schönen goldenen Pokal mitnehmen möchte. So, hier kommt auch einmal so ein Seitenschwinger. Aber den meine ich noch nicht. Nachher kommt nämlich diese ganz gemeine. So, hier haben wir schon mal die ersten Plattmacher. Der hier probiert uns auch. Wir lassen uns alle Zeit der Welt. Die Grundregeln beim endlosen Abgrund sind wie immer: ignoriere die Looms, die sind gar nicht so wichtig. Die möchten uns meistens eher so ein bisschen anregen, dass wir durch das Ganze schneller durchspringen, als wir eigentlich irgendwie können. Und wir haben ja hier beim endlosen Abgrund wirklich alle Zeit der Welt und können uns so viel Zeit lassen, wie wir wollen. Auch bei den Seilen sollten wir immer möglichst schnell wieder abspringen. Die geben eine sehr, sehr starke Seitengeschwindigkeit. Und die ist meistens auch sehr, sehr unnütz oder, ja, bringt nicht viel. So, wir gehen hier ganz vorsichtig durch. Wir haben schon über die Hälfte bis zur Goldmedaille. Hier kommt wieder der Dickdarm, der erste. Einmal durchspringen, sobald wir die Zeit dazu haben. Jetzt hier wieder ganz vorsichtig. Wir schauen uns das alles ganz genau an. Wir haben alle Zeit der Welt. Hier wieder so ein paar Plattmacher. Die können wir ignorieren und wir haben schon die nächste Pause. So, jetzt kommen hier die Stampfer von oben. Bei denen natürlich auch wieder Seitengeschwindigkeit ist wichtig, aber immer ganz vorsichtig durchspringen lassen. Immer schön den Propeller einsetzen, dann ist das alles gar kein Problem. Das hier ist natürlich auch sehr, sehr gemein. Hier auch wieder ganz kurze Zeiten nur auf dem Seil verbringen, dann geht das alles ganz schön. So, 900 Meter haben wir hinter uns. Was kommt jetzt? Ich bin immer da so ein bisschen vorsichtig, bis ich sehe, was kommt und dann wird schnell entschieden. So, hier lassen wir uns alle Zeit der Welt. Die Looms sind schon lang weg, aber die brauchen wir auch gar nicht. Wir haben schon 460 oben. Gut, die nächste Pause und jetzt zieht es nochmal vom Schwierigkeitsgrad ein bisschen an wahrscheinlich. Ja, es kommen hier wieder die Fühler. Hier orientieren wir uns an den schönen Looms und das hier sollte, nein, ist noch nicht die Grenze. Noch 50 Meter fehlen uns, hier einmal ganz vorsichtig durch. Und wenn wir dieses hier sehen, dann wissen wir, okay, das ist natürlich dieses Gemeine mit dem Schlag. Wer das nicht weiß, stirbt hier natürlich und deswegen ist das hier auch heute die Goldgrenze geworden. Also einfach zwischendurch mal die Schlagtaste drücken, dann verlieren wir nämlich Seitengeschwindigkeit und landen nicht drüben in den Dornen. So, wir haben schon 1200 Meter. Jetzt wieder ganz vorsichtig, ich sehe das holländische Rad. Das heißt ganz an den Rand gehen, dann kommen wir da schön durch. So, die nächste, die 1200 Meter Pause. Hier kommen jetzt die Augen, wenn ich diese ganz schnell durchspringe. Und hier auch wieder möglichst wenig Zeit auf der Seitenbeschleunigung haben. Ich probiere es ganz vorsichtig. Und es gelingt. Perfekt. Auch hier wieder möglichst schnell. Oh, das war schon fast zu spät. Hier einen richtigen Moment wieder anpassen. Zack. Ganz vorsichtig wieder an. Wir orientieren uns hier wieder auch an den Looms. Jetzt hier wieder noch einmal den Dickdarm. Ganz vorsichtig hier durchschweben. So, die hier kennen wir auch. Richtigen Moment abpassen und zweimal durchspringen. Hier nehmen wir auch wieder möglichst ganz rechts bleiben. Nicht zu lange auf dem Seil. Und wenn wir dieses Teil hier sehen auf der linken Seite, dann wissen wir, okay, dieses gemeine Teil hier. Ganz bis zuletzt auf dem letzten bleiben. Und ja, dann schaffen wir das auch.
So, nächstes holländisches Rad ganz am Rand dran. So, hier nochmal die Schlagkombo. Zack. Das kennen wir auch. Durchspringen, Pause, durchspringen. Hier wieder die Augen. Wir beeilen uns ganz schnell. Da sind sie leider schon ein bisschen zu weit da. Hier links bleiben. So, und jetzt wieder ganz vorsichtig durch den Windkanal. Hat geklappt. Jetzt hier schnell abspringen, gleich wieder Propeller. Das hier ist natürlich so gemein. So, und ich glaube, an dem zerbröselt es mich jetzt hier, weil das ist mega gemein. Und da lasse ich mich zu weit runterfallen. Aber 1746 Meter ist eine schöne Zahl. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Und ja, schauen wir uns mal an, welchen Platz wir damit erreicht haben. Das ist Platz 10. Ja, geht von 406. Das heißt, wir sind unter den Top 3%. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann morgen zur nächsten Daily Challenge. Ich hoffe, es hat euch was gebracht. Wenn ja, gebt ein Like. Und ansonsten sehen wir uns morgen. Bis dann. Ciao, ciao.